Moin moin die Damen und herzlich willkommen zum nächsten VOD von mir, von Kaldor. Vielleicht habt ihr beim letzten VOD ja gehört, dass ich gesagt habe, okay, ich denke mal, dass das nächste Video so ungefähr in ein, zwei Tagen kommen wird. Als ich dann aber heute Morgen mal wieder meine übliche Replay-Runde gemacht habe, habe ich das Spiel hier gesehen und ich kam aus dem Lachen einfach nicht mehr raus. Ich fand es nur cool, deswegen muss ich euch das zeigen. Ist auch nur ein Quickie, von daher einfach mal was, um morgens den Kaffee vielleicht noch ein etwas, ja, ein bisschen erfrischender zu genießen. Jedenfalls haben wir Metalopolis als Map am Start und der Player hier im Bild ist OGS The STC, also ein Terran-Player par excellence. Der Junge hat's brutal drauf und sein Gegenüber auf der Cross-Posi ist Lynn, der vor allem den alten Warcraft 3-Veteranen ein Begriff sein soll. Sollte und letzten Endes eben ein Top-Org war, einer der besten überhaupt, und der gute Junge hat es richtig krachen lassen und momentan ist er eben in StarCraft 2 unterwegs und hier auch schon eifrig dabei, seine Probes zu chrono-boosten. Kann vielleicht an der Stelle soweit vorher mal vorgreifen, ich habe es gerade schon mal kurz angesprochen, es handelt sich hier um ein relativ kurzes, knackiges Game, aber einfach mal mit dem gewissen Aha-Effekt. Wir hatten ja gestern schon ein VOD, ein Game auf cooles Ravine, was ziemlich cool war, wo die Strategie von dem Terran-Player doch etwas, nennen wir es mal extravagant war, definitiv mal einen Blick wert. Also wer von euch das Game noch nicht gesehen hat, sollte unbedingt mal entweder auf StarCraft.de gehen oder allerdings mal meinen YouTube-Channel auschecken und sich das Spiel angucken. Ist auf jeden Fall ein cooles Game gewesen. Das hier ist ein bisschen ähnlich. Und es sind einfach so diese Strategien, wo man oftmals denkt, ja, kann das auf einem Pro-Sektor wirklich Erfolg haben? Und das Game beweist hier gleich mal, dass es wirklich so ist. Gucken wir mal ganz kurz die APM-Zahlen an. Die Jungs gehen ab wie Schmidts Katze. 228 auf Seiten von Lynn und 215 Average auf Seiten von Terran Player. Also die lassen sich da wirklich nicht lumpen. Und währenddessen sehen wir bei Lynn den zweiten Pylon, hat das Gateway hier bereits im Bau. Der Terran Player ist genauso am Scouten wie Lynn selbst, baut hier bereits seine erste Barracks, holt sich inzwischen das Gas. Vielleicht ein Tick spät, jetzt momentan das Command Center gerade im Begriff zum Orbital Command upgradet zu werden. Und natürlich darf auch die Produktion an SCVs und Probes hier kaum vernachlässigt werden. Hier sieht man es nochmal in der Kühe schön, die nächsten Probes mit drin, wenn auch gechrono-boostet. Der Terran Player ist gerade ein bisschen am Scouten, also die STC gerade dabei, hat kurz gesehen, gut, Gateway am Start, zieht sich jetzt erstmal zurück. Ihm ging es hier auch hauptsächlich um die Startposition. Das Game wurde, wenn ich richtig informiert bin, im Zuge des Gisados King of the Hill gespielt, ausgetragen. Und währenddessen sehen wir hier gerade, wie eine Probe nochmal kurz down ging, der Marine also kurzen Prozess gemacht mit der gegnerischen Scouting-Unit. Hier als erstes mal Tech Lab im Bau und die Barracks darf ebenfalls nicht fehlen. Gegen Protoss natürlich ein Bio-Opening, immer relativ stark, gerade mit den Marauders, die am Anfang eigentlich ziemlich alles wegkiten können, wenn sie mal das Concussive Shell Upgrade haben. Da kann man natürlich richtig schön Damage mitmachen und ein Konter gegen massives Marauder-Opening sind natürlich mal die Immortals, die mit Marauder einen kurzen Prozess machen. Ansonsten hat der Protoss hier gerade im Early Game oftmals einen recht schweren Stand, je nachdem wie stark dann eben die Attacke ist. Hier allerdings Cross-Posi, von daher kann der Protoss jetzt erstmal eine Runde chillen. Ist es hier dabei, im Cybernetics-Core erstmal sein Warp-Grade-Upgrade zu machen. Und wir sehen hier schon die Robotics-Facility, die ihm dann zumindest mal einen Access auf Immortals und natürlich auch den guten alten Observern ermöglicht. Ja, und währenddessen sehen wir, wie hier gerade die STC mal ein Command Center baut. Also ein bisschen, naja, nennen wir es mal extravagant. Erforscht gerade auch die Concussive Shells, baut die ersten Marauder. Ja, und hier eben das Command Center. Ein bisschen, ja, er wird doch nicht. Also die Startposition für, oder die Posi für das Command Center vielleicht etwas, ja, etwas gewagt. Also wird er hier denn wirklich exen wollen? Wohl kaum. Also was macht der gute Junge? Und jetzt gucken wir mal ganz kurz runter in seine Base hinter den Smokescreen. Da wird eine Engineering Bay gebaut. Der Bub wird hier doch nicht mit einem offensiven Planetary Fortress starten wollen. Also das funktioniert doch nur auf einem Noob-Sektor. Oder etwa doch nicht. Jetzt aktuell hier erstmal ein paar Units noch am Start. Marauder und Marine. Im Doppelpack gibt es die Jungs. Positionieren sich hier einmal links und einmal rechts, um alles, was hier so antanzt, abfangen zu können. In der Main Base sehen wir jetzt zwei Produktionsgebäude. Wir haben zweimal eine Barracks. Einmal mit einem Reactor als Upgrade und einmal mit einem Tech Lab. Also hier wird eifrig Marines und Marauder gepumpt. Concussive Shell ist am Start. Das Orbital Command natürlich auch voll mit dabei. Hat ja schon die ersten Mules gespawnt. Und währenddessen ist hier das Command Center ready geworden. Kommen wir mal kurz zum Protoss rüber. Der ist ja gerade fleißig dabei zu exen. Pylon am Start. Nexus richtig schön rein. Chrono boostet hier jetzt nochmal, was das Zeug hält. Und braut jetzt erstmal Zealots. Da geht es nochmal ganz kurz aufs Warp Gate. Und hier Robotics Facility, Observer und Gateway. Ja, und da flattert jetzt hier als erstes mal das Command Center rein. Und Lynn wird sich auch nur so denken: What the fuck?
sieht's momentan nicht mal richtig. Der Terran macht jetzt Druck, zieht hier aus seiner Mainbase nochmal SCVs noch und nöcher nach. Geht es hier direkt hoch in die gegnerische Mainbase. Sofort wird der Nexus gecancelt. Da ist Lynn mit dabei, versucht ihn jetzt zurückzudrängen. Und hier sitzt dieses Planetary Fortress, das Command Center, was gerade abgegradet wird. Jetzt werden hier erstmal Immortals reingewarpt und geboostet. Was das Zeug hier. Zwei Stalker versuchen auf das Command Center drauf zu gehen. Vorne wird die Choke zugemacht. Aber da sind trotzdem noch ein paar SCVs durchgeschlüpft. Die muss er jetzt erstmal auseinandernehmen. Hier wartet die Terran Army darauf, dass sie die Rampe hoch kann. Und währenddessen ist das Command Center fast fertig abgegradet. Also hier jeden Moment ready. Nach hinten stehen die ersten zwei SCVs. Planetary Fortress ist am Start. Ballert jetzt hier als erstes mal dick den Stalker weg. Und wir sehen hier in der Sekunde auch schon mal direkt, wie repaired wird. Unten ist inzwischen auch schon mal die Choke etwas, ja, ein bisschen freier. Und das rennen sofort die ersten Marauder hoch, nehmen hier den Immortal auseinander. Und da versucht sich nochmal der Stalker zurückzuziehen. Inzwischen ist Lynn schon dabei und zieht seine Probes aus der Mainbase hinterher. Und das Planetary Fortress ballert halt eifrig den Pylon weg, der hier komplett alle Buildings powert. Und jetzt ist hier komplett keine Energie mehr für die Produktionsgebäude. Lynn denkt sich wahrscheinlich nur so, what the fuck? Kann es wahrscheinlich nicht glauben, was hier gerade passiert. Kackendreist ist die SCC dabei, hier mal sein Gegenüber mit dem Planetary Fortress Rush auseinanderzunehmen. Und Lynn verlässt ja das Spiel und der Terran Player räumt auf. Also kackendreist geht hier wirklich eiskalt her, geht auf Metallopolis an die, an die Close-Start-Position, baut hier den Planetary Fortress hinten schnell nochmal eine Engineering Bay gesetzt, um eben den Upgrade zu ermöglichen. Ein bisschen Bio gepumpt aus den beiden Barracks, macht hier einen Go direkt auf die Expansion, die abgebrochen werden muss, und wartet hier an der Choke, bis die Force Fields zu Ende sind. Da war auch Lynn ein bisschen langsam, muss man ganz ehrlich sagen. Da sind zumindest mal noch ein paar SCVs hochgeschlichen. Setzt letzten Endes dann hier einfach mal sein Command Center hin, upgradet zum Planetary Fortress, greift also vorne an, hinten der Tag aufs Planetary Fortress, und Lynn nur so, what the fuck, hat keine Ahnung, wie ihm geschieht, wird hier förmlich überrollt, wird hier weggeschießt. Absolut geil gespielt, und das ist einfach sowas, wo viele Leute sagen, hey, das funktioniert nur auf einem Noob-Sektor, außer in einer Silber oder vielleicht gerade noch ein Gold-League kannst du damit nichts reißen. Hier haben wir zwei absolute Spitzenspieler, die das Ganze, die das Ganze hier austragen, und der Terran-Player einfach nur kackend reißt. Zeigt wieder mal, mit dem richtigen Timing und dem richtigen Mix kann man in StarCraft 2 fast alles spielen. Absolut cooles Spielchen, was wir hier also haben. Ja, so viel vielleicht mal, um euch den Einstieg in den Tag etwas zu erfrischen und euch euren Kaffee etwas chilliger genießen zu lassen. Ich wünsche euch allen noch einen tollen Tag, und die nächsten Tage werden weitere VODs von mir kommen. Das hier, wie gesagt, nur als kleines Schmankerl wollte ich euch dann präsentieren. Letzten Endes wird in den nächsten Tagen, wenn dann auch weitere etwas längere VODs kommen, die es dann etwas, ja, ein bisschen mehr in sich haben, sagen wir mal, und nicht nur auf so einer kleinen Fangtaktik basieren. Unter anderem ja auch noch das versprochene Replay von Madfrog gegen Hase, ob es das so gegen Mitte der Woche kommen soll. Euch weiterhin viel Spaß, wir sehen uns im Laufe der Woche. Haut rein und bis die Tage.